Level und warum haben wir das jetzt nicht mehr? Was? Ja. Kann ich mir jetzt nicht dran erinnern. Ach du Kacke. Wow, okay, den kenn ich auch nicht mehr. Ich hab erstmal so ein Ding abbekommen gerade. Also der muss echt mal zielen lernen, Alter. Komm, wir wässern ihn jetzt. Oh. Okay, jetzt ist er taub. Ah, hier sind die Arten. Oh, die schießen doch andere Sachen. Hier, was ich früher noch spektakulär fand, ist, also das, jetzt ist es zwar nicht mehr mit Dings zu vergleichen mit Frostbite Engine 3, aber ich fand das immer spektakulär, wenn man auf einen Baum geschossen hat, dass immer Blätter runtergefallen sind. Also ich dachte immer so, meine Fresse, ist das irgendwie richtig geil gemacht. Und ich glaube, wenn du mit Raketenwerfer drauf schießt, jetzt so ganz kaputt. Ja? Ja, das fällt zu Stücke. Okay, hab's gesehen. Oh. Also das fand ich früher echt spektakulär, ey. Diese Schreihälse, Mann. Oh nein! Auch mit der Schrotgedruckung. Meine Lieblingswaffe ist ja immer noch. Kanone. Oh, nein. Was? Die Kanone. Hier. Und du sagst, ist leicht, wa? Warum bin ich dreimal gestorben, Alter? Ach nee, ey. Doch, bist du. Du bist schon drei oder vier Mal gestorben. Ja, schon. Bete! Ja, oh. Okay, weil mein Delay ist etwas blöde. Leckt es bei dir stark oder wie? Nee, es leckt nicht, sondern die Schüsse kommen ungefähr eine Sekunde später. Boah. Ja, dann musst du eben eine Sekunde früher schießen. Das nervt dann schon bei so einem Ranrasen. Oh, ich werde hier gleich richtig durchgenommen. Wo bist du denn? Ach, da oben. Ich bin am Sterben. Sterbe. Dankeschön. So. Ich bin nur zweimal dafür gestorben. Wow. Ich wollte dich retten. 60 FPS. Oh, ach, machst du auf 60? Oh. Nee, eigentlich habe ich 30 eingestellt, aber der macht irgendwie auf 60. Habe ich vorhin auch gegrüßen. Mhm. Habe ich vorhin auch gehabt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber. Hier, sind überhaupt die Serious Sam Macher noch aktiv? Das weiß ich gar nicht genau, wenn ich ehrlich bin. Also, BFE, warte mal, nee, die haben jetzt als letztes den 2D-Teil rausgebracht. XXL. Nee. Den du auch gespielt hast, der ist auch geil. Jedenfalls, das war vor. Also, es ist noch nicht lange her, ich glaube, ungefähr 4 Monate oder so. Okay. Also sitzen sie irgendwie nur an Serious Sam dran, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob sie noch was anderes haben. Keine Ahnung. Ach du Kacke, da ist eine geile Waffe. Ach du Gott, ein Roboter. Was ist das? Was ist das? Was? Achso, ein Granatwerfer. Kennst du den nicht? Ich habe die Granate gar nicht gesehen, dass sie rausgekommen ist. Ja, wenn du zu lange drauf bleibst, dann schießt du aber richtig schnell ab. Oh, ich habe keine Shotgun-Munition mehr. Nein. Oh, ist das mies. Wow. Ey. Oh, jetzt habe ich. Ach. 8 Stücke habe ich. Eigentlich 8 Stückchen. Achso. Schuss. Wisst ihr, ich hab hier einen perfekten Platz, weißt du, ich sitze in der Ecke und dann springen sie gegen. Oder auch nicht. Ja, ich dachte, es sei perfekt. Nobody is perfect. Nobody. Nobody. Nobody knows the trouble. Ach du Kacke, hier ist so ein riesen Eierkopf. Eierkopf. Hier ist klar, Mann, bevor der stirbt, drückt er noch einmal ab, um mich zu killen. Guck mal hier. WTF. Komm hoch. Hey, ich will auch. Oh, nicht gegen die Wand klatschen. Geil, wa? Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, noch ein bisschen Shotgun-Munition und Geheimnis weiter in auch. den Kampf. Ach du, du böser Bube, du böser Bube. Weißt du siehst aus wie, kennst du den Film Predator? Ja, das war. Ja, da ist doch auch ein Schwarz. Afroamerikaner. Also ich will das jetzt nicht so böse sagen, als auch, also ein Afroamerikaner mit so einem dicken Teil. Also, ich meine die Waffe. Oh, nicht so gut. Ach, so ein Kacke. Also, das ist ehrlich einer der sp liebsten Spiele. Habe ich auch schon gesagt, aber ich sag's nochmal. Die sinnloses einfach draufballern. Ach ja, übrigens, ich habe ein Gameplay gesehen. Wir haben ja von dem Spiel berichtet, Rainbow Six Video Game, ne? Hast du es gesehen, wo ich das erzählt habe, Ja, ne? klar. Gut, und das ist ja jetzt, hab jetzt auf jeden Fall ein Gameplay gesehen. Und ehrlich, das ist noch schlechter geworden, als ich dachte. Habe ich auch Weißt schon du, viel ein Spiel kann nicht schlechter werden. gehört. Call of Duty. Nein, das nehme ich so. Okay. Also Okay, Call of Duty ist so auch so eine Sache. es war mal gut, aber jetzt sind sie immer noch die Ja. gleiche. Von daher ist es sehr schlecht. Es war noch gut. Oh, geil, was ist das für ein Rucksack? Der gibt alles So hier. Respekt. Ach so. Ach du Vollmond. Kacke, das Oh gefällt mir gar nein, nicht. das hasse ich. Ist genauso schlimm wie Aber auf jeden Wasserlevel. Fall. Warte, einer muss einfach da durchlaufen Ja. und die alle einsacken. Ach du Kacke, nein, Oh, nein, 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 bitte. nein, 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 nein. Ich Marshall. hab mich für uns geopfert. Alter, es geht denn ab, ey. Oh nein, schieß nach unten. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ach ja, Call of Duty ist auch so eine Sache. Man könnte es ab und zu mal spielen. Also, bis MW2 fand ich das noch gut. Ja. Ab MW2 dann, Ach so. keine Ahnung, das ging gar nicht mehr. Also das, ich weiß nicht, MW3 habe ich mir auch dann noch geholt. Das auch dann noch ein bisschen gezockt. Aber nicht mehr so aktiv wie MW2. MW3 habe ich geholt und dann nicht mehr so aktiv wie MW2. So. Und ich meine, ich bin eher so Battlefield-Spieler. Also. Ach ja, da wurde ja auch noch behauptet von MW3, also allgemein von der MW-Community, dass in Battlefield viel zu wenig Action sei. Auf diese Aussage bin ich gar nicht klar gekommen. Wie kann da Warte, weniger warte. Action sein? Komm mal nochmal zurück. Ja. Wahrscheinlich damit meinen sie mehr, hier. Egal. Weil da halt nicht so oft so gegen Menschen gekämpft wird, sondern eher so auf weite Gebiete mit Fahrzeugen. Du siehst ja Ja, aber kaum das. die Einschläge und sowas. Würde ich mir vorstellen, dass sie sowas meinen. Ja, könnte man, aber ich die Aussage trotzdem nicht richtig, weil ich meine, was für weniger Action. Guck mal, du fährst da mit Panzer, du kullerst da mit einem fetten Panzer durch die Gegend und knallst auf Leute. Also, wie kann da weniger Action sein? Man spielt mit. Auf der PC-Version, wie viele Leute sind das? 64. 64? Ja. 64 Leute auf einer Map. Und die sagen wenig Action. Und es gibt Du. auch so eine kleine Map wie in Call of Duty. Aber da kann man auch Ja. zu 64 durchspielen, aber das meint nicht. Das ist mir dann doch etwas. Ja.
Aber ich sehe Battlefield als eher so, ich weiß nicht, man könnte so, wenn man richtig spielt, also in Squads und richtig spielt, dann könnte man das so, sogar machen, so als ein, ich weiß nicht, ein bisschen strategischer Shooter. Taktisch meinst du? Taktisch meinst du? Ja, meine ich, ja, genau. Taktisch. Und ja, das finde ich auch eben besser, weil ich war in Call of Duty auch gut. Ich hatte eine AT-Quote von, was war das nochmal? 1,9 oder sowas. AT? Also hier Call of Duty ist KD. Ja, so. Also Kill Death Quote. Ja, ist auch ein Battlefield, oder nicht? Ja, aber da ist AT. AT? Nee, nicht AT, warte. Ist auch kein. AD-Quote, weil Abschuss Ach Dead so. Quote Ah, dazu ist, weiß. ja. Also das ist bei Call of Duty und Dings verschieden. Deswegen komme ich auch in der letzten Zeit durcheinander, weil ich irgendwie nur Battlefield noch zocke und deswegen. Ich habe irgendwie immer nur Und Kampf. ja, habe ich auch schon gemacht, aber keine Ahnung, ist bei mir irgendwie so jetzt. Und ist auch egal, auf jeden Fall fand ich das Battlefield ungerecht her, weil da ja gelabert wurde, zu wenig Action. Was ich gar nicht verstehen kann, das ist Quatsch. Und ich habe ja mir ganz kurz, es gab ja diesen hier bei Steam diese Aktion, da irgendwie wochenendfreies Call of Duty Ghost. Ja. Hast du es dir mal angeschaut? Also Ghost hat ja mein Bruder. Er braucht jetzt nicht selber kaufen. Und so wie auf PC ist, leckt es verdammt, wenn du nicht ein richtig starkes System hast. Was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und Ja. ja, halt braucht man halt nicht spielen, wenn man schon Modern Warfare gespielt hat. Halt nicht neu. Höchstens der Alien-Modus da, aber den habe ich nicht gespielt. Ist der Alien-Modus nicht irgendwie die gleiche Scheiße wie Black Ops. Zombie-Modus und Black Ops? Ja, ich glaube schon. Aber ich habe es jetzt nicht gespielt, also nicht. Kann ich nicht sogar. Also ich finde es einfach, also unverschämt kann ich das, doch unverschämt kann ich es sogar sagen. Ja. Weil die irgendwie jedes Jahr dieselbe Scheiße hinklatschen, aber nur schaffen sie es auf irgendeine Weise, es schlechter zu machen. Trotzdem so viele Verkaufszahlen. Ja, weil ich kann es mir nur so erklären. Die Leute erhoffen sich, dass es besser wird. Ja, oder das sind irgendwelche Kinder, die halt auf den neuesten Trend umspringen wollen. Ja, das kann natürlich auch sein. Was ich sogar mehr glaube. Ja. Macht vielleicht so die, keine Ahnung, 20% oder so davon aus, dass Leute sich das einfach mehr erhoffen. Nein, nicht 20, sagen wir mal 10. 70 sind davon, dass irgendwie halt diese trendgeilen Kiddies und 20 sind noch Leute, die vielleicht halt neu in Call of Duty überhaupt reinkommen. Und das noch gar nicht wissen. Vielleicht ist auch das für diese 30%, ne, 20% oder 30, keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Auf jeden Fall für die Leute, die neu reinkommen, vielleicht finden sie es auch wiederhin besser, weil sie ja noch die alten Teile nicht gezockt Ja, kann natürlich auch sein. haben. Ja, das. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel, bevor ich mir ein Game hole, informiere ich mich darüber erstmal. Und ja, ich weiß nicht, wie man sich Games holen kann, ohne davon was zu wissen. Was mich noch bei Call of Duty, bei der Serie stört, so bis Black Ops kosten alle noch 60 Euro. Ja, ist mir auch aufgefallen. Das war auch, warte, ich glaube, das ist immer noch so, oder? Entweder Ja, war das ist immer eine noch so. Zeit lang oder immer noch so, dass irgendwie Call of Duty, also MW3 und
hier Ghost irgendwie gleich gekostet haben. Ist immer noch so. Kosten alle 60 Euro. Von Black Ops 1 bis Ghost. Weißt du, da kommt schon das Gefühl drauf, dass dass Activision einfach nur geldgeil ist. Ja, ist sowieso. Also ich will jetzt keine Vorurteile machen, aber ich sag nur, wie es halt ja für mich ausschaut. Und ja, ich ja. Weiß nicht, also und vor allem, die bringen ja jedes Jahr ein neues Spiel raus. An ihrer Stelle würde ich, also ich glaube, sie haben schon eine Menge Fans verloren dadurch, dass sie jedes Jahr Scheiße rausbringen. Ja, aber irgendwie bricht es ja trotzdem noch alle Rekorde. Immer so, ja. dass der neueste COD-Teil überhaupt nicht verkauft wird. Frag mich, was sie denn machen. Ja, das wundert mich auch, aber kann man nichts machen. Vielleicht kriegen wir auch gleich so richtige, übelst Hater-mäßige Kommentare, wie dass wir voll über Call of Duty ablästern, aber hat keine sich Ahnung. So ergeben, kann man nicht stehen machen. Ja. Und Meinungsfreiheit ist immer noch in Deutschland. Ja, zwar nicht überall, aber okay. Ich find's auf jeden Fall einfach nur scheiße, was Activision uns da bietet und weil ich habe ja selbst gerne, sogar sehr gerne im Call of Duty gezockt und auch wirklich sehr viel Zeit drin verbracht. Alle Prestige durch und oh, das echt? Also ehrlich, ich habe richtig viel Zeit damit verbracht in Call of Duty. Das war echt krank sogar, weil, weißt du, ich bin von Schule gekommen, hab angefangen COD zu zocken. Ich bin vor den Schlafen, also keine Ahnung, ab und zu habe ich mal Hausaufgaben gemacht. Aber meiste Zeit wirklich war ich in COD drin. Weißt du, und dann habe ich mir noch so bei YouTube so einen Song rausgekramt, irgendwie hier, Pavlor Song. Ah, ja. Ja, und den habe ich mir die ganze Zeit gegeben und wie so ein Hardcore-Sucht hier habe ich daran gesessen und COD gezockt. Also, es war auch meistens so, wenn wir auf irgendeine Hausparty bei den Kollegen waren oder so, hat der COD reingeworfen und wirklich, ich chille ganz normal, trinke was, zocke. Und alle, die nicht gegen mich gespielt haben, weißt du, so eine Freizeitzocker halt. Ja. Also nicht Freizeitzocker, sondern so halt, die ganz selten zocken, die sind teilweise ausgerastet, weißt du, die haben Controller rumgeschmissen, weil, keine Ahnung, für mich waren sie zwar Noobs, aber oh, diese Musik gerade im Hintergrund passt so geil, ey. Ja, aber. Okay, egal, wir müssen jetzt weiter. Für mich waren sie zwar Noobs, aber weißt du, ich hatte immer so einen Leica-Boss-Teil so drauf, weißt du, ich hab gezockt und sie alle abgezockt. Oh Mann, das war so geil. Übrigens, wie lange nehmen wir schon auf? Die Stunde wäre jetzt rum. Also wir können jetzt noch den nächsten Level machen, wenn du willst. Weil wir gerade so ein tolles Thema haben. Ja, könnten wir eigentlich machen. Aber bloß müssen wir noch gucken, ob ich dann noch Platz frei hab für das andere Projekt. Oder wir müssen das dann aufnehmen, wenn wir halt das gemacht haben. Ja, wie viel hast du denn noch? Also, wie viel hattest du denn davor? Also, ich könnte 1,5 oder 2 Stunden aufnehmen. Ja, machen wir halt von den anderen Projekten nicht so lang. Also, wenn es dann ja. Nicht reicht, sagen wir mal so. Müssen wir mal gucken. Okay. Okay, wir machen noch, ich weiß nicht, lass noch dieses Gebiet hier machen, also nur diese Plumps hier, oder was das so ist, wo die Türen so extrem groß sind. Machen wir mal eben zu Ende und dann verabschieden wir uns herzlich und ja, bis zum nächsten Mal und so. Aber erstmal killen wir hier alle schön nacheinander, Leute, kommt anstellen, ganz auf jeden Fall hier über MW3 und MW, also allgemein die COD-Reihe. Ich habe vor kurzem noch
Call of Duty rausgekramt, also das allererste Call of Duty. Hm. Und ich muss sagen, ich hatte da wirklich mehr Spaß dran als an MW3. Also die ersten Call of Duty habe ich gar nicht gespielt. Nein? Nee, also ich habe es bisher immer noch nicht so wirklich gespielt. Ich habe halt bei meinem Bruder Modern Warfare 2 habe ich angefangen, habe ich bis Level 20 oder so gespielt und hatte keinen Bock mehr. Also ist ja auch immer nur das gleiche, du bist halt im Level und siehst schon nach 10 Minuten den Gegner und fertig. Also ist halt so wie Counter-Strike, aber kann du mich irgendwie nicht so fressen. Ja, stimmt auch. Nur, dass mich halt diese Perks aufregen. Ganz stark, also ich meine, nach einer Killstreak hast du dann irgendwie eine Payflow oder so ein Scheiß. Ja. Das freut einen zwar richtig, aber weißt du, du bist belohnt dafür, dass du jemanden umwurkst. Das findest du nicht okay, oder wie? Nee, ich finde das einfach nicht okay, dass, weißt du, auch so, das ist einfach unfair anderen Spieler gegenüber, die schlechte eine Killstreak halt nicht hinbekommen. Das finde ich einfach ganz unfair. Ich denke, man sollte, wenn man zockt, dann sollten alle das gleiche Recht haben und dieselben Sachen können. Also, ja, weißt du, die Leute, die schon gut genug sind und eine Killstreak bekommen, kriegen auch noch Belohnung und damit sie noch weitere Kills machen. Ja, weißt du, man könnte das umstellen, dass man zum Beispiel, wenn man 10-mal hintereinander stirbt, dass man denen dann eine Payfloor gibt zum Beispiel. Also den Schlechteren ein bisschen mit den Kills hilft. Naja, aber wenn du dann dich halt andauernd sterben lässt, so, du machst halt nichts, dann wirst du halt belohnt. Also macht ja auch keinen Sinn so wirklich. Ja, aber wenn Leute zum Beispiel wie ich, mein Ziel war ja KD-Quote und die Prestige. Mehr wollte ich gar nicht. Aber da rein wollen wir noch gar nicht. Wir labern hier ganz kurz zu Ende und verabschieden uns dann. Auf jeden Fall mehr wollte ich dann gar nicht. Und ja. Deshalb fand ich das immer scheiße, weißt du, du zockst, hast irgendwie, keine Ahnung, 30-2 oder so. Und dann guckst du also ein bisschen unter dir. Ja, was heißt ein bisschen ganz unter dir? Ist einer, der hat, keine Ahnung, 1-20 oder 25. Ja, das macht mich auch immer so richtig so. Da habe ich gar keinen Bock mehr zu spielen. Dann blick dir nochmal hin. Weißt du, stellst dir so vor, du zockst und killst ihn die ganze Zeit. Okay, manchmal hat man sogar Spaß dran, aber guck mal, du killst ihn die ganze Zeit und stell dir vor, wie der sich fühlt. Ja. Wenn der von den ein und selben Gegner irgendwie 20 Mal gemurkst wurde. Ja. Und ja, diese. Auf jeden Fall. Diese Diskussion wird jetzt beendet und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielleicht reden wir am nächsten Projekt darüber. Ja, im nächsten Projekt können wir darüber weiterreden. Aber warte, dann kommt es ja scheiße, weil die Leute, die dann dieses Projekt schauen möchten, dann und müssen sie dann das andere schauen. Mal zuschauen. Obwohl sie. Nee, also egal. Nein, müssen. Mal gucken, worüber wir das nächste Mal reden. Auf jeden Fall verabschieden wir uns hier herzlich von euch und bis zum nächsten Mal. Und Dennis sagt auch nochmal tschüss. Tschüssi. Alles klar, Leute. Haut rein, schalt ein. Ciao. Ciao.